Ich lese von der Stiftung Warentest Medikamente im Testbuch Hochdruck und ich bin angekommen im blauen Kapitel, das heißt Medikamente ja oder nein im Abschnitt Therapie ohne Medikamente. Ich lese ab der Seite 33 und auf der Seite 37 ist das Kapitel zu Ende. So. Kräutern statt Salzen. Der Blutdruck steigt, je mehr Kochsalz wir zu uns nehmen. Denn salzreiche Kost hält Wasser im Gewebe fest. Dadurch sammelt sich mehr Wasser in den Blutgefäßen, wodurch der Blutdruck steigt. Die tägliche Kochsalzaufnahme wird in Deutschland im Mittel auf 9 bis 12 Gramm am Tag geschätzt. Lebensnotwendig sind aber nur 2 bis 3 Gramm täglich. Die Empfehlung für Hochdruckkranke lautet, nicht mehr als 5 bis 6 Gramm Kochsalz mit der Nahrung zuzuführen. Bis zu 6 Gramm, das entspricht etwa einem Teelöffel, können Sie also pro Tag einsparen. Die in Europa vorgeschriebenen Deklarationen von flüssigen und festen Nahrungsmitteln sind meist kleingedruckt und schwer zu lesen. Sie sind dennoch hilfreich, denn sie geben seit Dezember 2016 verpflichtend den Kochsalzgehalt an. Zuvor konnte auch der Natriumgehalt genannt werden, der mit 2,5 multipliziert werden muss, um den Kochsalzgehalt zu berechnen. Wenn Sie Ihren täglichen Kochsalzkonsum um 3 Gramm reduzieren, können Sie damit rechnen, dass der systolische Druck im Durchschnitt um 5 bis 7 Milligramm Quecksilbersäure sinkt. An der Stelle wieder der Hinweis, ich habe noch keinen gefunden, der mir erklärt hat, wie man diastolischen Druck misst. Wenn Sie zu den salzempfindlichen Menschen gehören, wird Ihr Blutdruck deutlich abfallen. Deutlicher abfallen als bei den salzunempfindlichen. Experten der Deutschen Hochdruckliga schätzen, dass 30-40% der Hochdruckkranken salzsensitiv sind. Und jetzt kommt hier, hätten Sie es gewusst, die 3 Salztipps. Salzbomben meiden. Vor allem Fertiggerichte sind mit viel Salz aufgepeppt. Eine Pizza aus der Tiefkühltruhe zum Beispiel enthält rund 5 Gramm Salz. Auch in einigen Käsesorten und in Wurst steckt viel Salz. Nicht vergessen, auch Brot und Brötchen sind recht salzhaltig. Ein Müsli am Morgen könnte eine Alternative sein. Kräutern statt Salzen. Petersilie, Koriander, Dill und Co. Würzen Sie mit frischen oder getrockneten Kräutern. Auch Gewürze wie Pfeffer oder Kümmel geben richtig Geschmack. Salzstreuer vom Tisch verbannen, damit die Versuchung nicht so groß ist, nachsalzen. Dagegen darf die Pfeffermühle stehen bleiben. So, und jetzt kommt ein Gläschen in Ehren mit der Checkliste persönliche Trinkregeln. Ein Gläschen in Ehren sollten Sie sich womöglich öfters verwehren. Maß halten beim Alkohol lohnt sich aus vielen Gründen, denn Alkohol ist ein Zellgift, das sich über das Blut im ganzen Körper verteilt und potenziell sämtliche Organe in Mitleidenschaft zieht. Einmal abgesehen davon, dass der berauschende Stoff abhängig machen kann, steht er im Zusammenhang mit etwa 200 verschiedenen Krankheiten, darunter Magen-Darm-Probleme, Krebs, Immunstörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Alkohol treibt auch den Blutdruck in die Höhe. Laut Deutscher Hochdruckliga haben diejenigen, die mehr als 30 Gramm Alkohol pro Tag trinken, ein doppelt so hohes Risiko, einen Bluthochdruck zu entwickeln, als diejenigen, die alkoholfrei leben. Doch ist Alkohol auch ein Kulturgut.
Da ist es nicht immer einfach, die Grenzen zwischen Genuss und Gefährdung zu spüren. Wie viel ist eigentlich zu viel? Nach Durchsicht vieler tausender Studien hat sich das wissenschaftliche Kuratorium der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, auf folgende Grenzwerte festgelegt. Männer sollten nicht mehr als 24 Gramm Alkohol pro Tag trinken. Das entspricht etwa einem Viertel Liter Wein oder einem halben Liter Bier. Weil Frauen Alkohol langsamer abbauen, gilt für sie die Hälfte als 12 Gramm pro Tag. Ein Glas Bier oder ein kleines Glas Wein ist also für Frauen durchaus drin. Gefährdet ist, wer regelmäßig mehr trinkt, sei es aus Gewohnheit oder vielleicht um Anspannung, Konflikte oder negative Gefühle besser zu bewältigen. Nach einem Beratungs- oder Therapieangebot in Ihrer Nähe können Sie auf den Internetseiten www.suchthilfeverzeichnis.de suchen. Ich möchte an der Stelle sagen, ich trinke mehr als einen halben Liter Bier am Tag. Dort hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, DHS e.V., eine Adressdatenbank aller Beratungs- und Therapieeinrichtungen aufgeführt. Sie können sich auch die bundesweite Sucht- und Drogenhotline. Sie können sich auch an die bundesweite Sucht- und Drogenhotline. Persönliche Trinkregeln. Folgende Regeln sind Beispiele dafür, wie Sie Ihr Trinkverhalten unter Kontrolle behalten. Ich trinke tagsüber keinen Alkohol. Ich habe mir eben Bier aufgemacht, weil es so warm ist. Ich trinke keinen Alkohol mehr nach 23 Uhr. Ich bleibe mindestens 2 Tage in der Woche alkoholfrei. Gut, das kriege ich hin. Ich trinke nicht mehr als 1 oder 2 Gläser pro Abend. Kriege ich auch hin. Ich trinke keinen Alkohol bei der Arbeit. Ist Bier Alkohol? Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich Auto fahren muss. Das mache ich. Ich trinke keinen Alkohol, wenn ich noch aktiv Sport treiben möchte. Oder ist es aus sportmedizinischer Sicht angebracht? Entspannt Muskeln, erhöht das Verletzungsrisiko. Verzichten Sie jedes Jahr einmal für mehrere Wochen auf Alkohol. Dadurch können Sie am besten erkennen, ob und wie sehr Sie an die Wirkung des Alkohols gewöhnt sind. Okay, und jetzt geht's weiter mit dem Rauchen. Nikotinersatzpräparate können den Ausstieg erleichtern und Entzugssymptome abmelden. Das ist hier so ein Informationsdingsbums. Die Stiftung Warentest bewertet Nikotinpflaster, Kaugummisprays und Lutschtabletten als geeignet, sofern sie mit einem Rauchentwöhnungsprogramm kombiniert werden. Rauchen. Schluss aus. Vorbei. Inwieweit Rauchen zu einer dauerhaften Erhöhung des Blutdrucks beiträgt, ist umstritten. In den 1 bis 2 Stunden nach dem Rauchen einer Zigarette werden jedoch erhöhte Blutdruckwerte gemessen. Vor allem aber erhöht Rauchen drastisch das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Für den Herzinfarkt ist es sogar der Risikofaktor Nummer 1. Das heißt, andersherum, diejenigen, die mit dem Rauchen aufhören, halbieren ihr Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Zum Aufhören ist es nie zu spät. Auch ältere Raucherinnen und Raucher profitieren von den positiven Effekten schon nach wenigen Wochen. Oft klappt es nicht gleich beim ersten Versuch. Doch das ist kein Grund, es nicht immer wieder zu probieren. Viele Ex-Raucher haben mehrere Anläufe unternommen.
Hilfreich können Gruppenprogramme zur Tabakentwöhnung sein, die zum Beispiel von Krankenkassen, Volkshochschulen, Raucherambulanzen an Universitäten, freien Praxen oder anderen Gesundheitseinrichtungen angeboten werden. Sie basieren auf der Verhaltenstherapie, die davon ausgeht, dass erlernte Verhaltensweisen auch wieder verlernt bzw. neu gelernt werden können. Solche Programme haben gerade bei starken Rauchern gute Erfolgsquoten. Viele Raucher fragen sich, soll ich auf einen Schlag aufhören oder langsam reduzieren? Viele Experten empfehlen die sogenannte Schlusspunktmethode. Sie setzen einen bestimmten Tag fest, an dem sie aufhören wollen, und zwar ganz. Auf diesen Tag X sollten sie sich gut vorbereiten. Führen sie sich vor Augen, warum sie aufhören wollen und was die Vorteile eines Rauchstopps sind. Fragen sie sich, was sind kritische Situationen? Was könnten Alternativen sein, um zum Beispiel besser entspannen oder arbeiten zu können? Und dann gibt es hier noch so einen Pfeil. Unter www.anbieterraucherberatung.de finden Sie bundesweit Rauchstoppangebote. Sie können sich auch an das Beratungstelefon der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zum Nichtrauchen wenden. Telefon 0800 831 31 31 oder das interaktive Ausstiegsprogramm der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung besuchen. www.rauchfrei-info.de. So, jetzt sind wir bei Lockerlassen und dann kommt noch Bilanz ziehen und dann ist das Kapitel schon vorbei. So, ist Wasser. Lockerlassen. Stress kann zu dauerhaft erhöhtem Blutdruck führen, und zwar dann, wenn sich das vegetative Nervensystem nicht mehr erholen kann und auf Daueralarm eingestellt ist. Die andauernde Aktivierung der Stresshormone verursacht Schäden an den Blutgefäßen, treibt den Blutdruck in die Höhe und leistet anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen Vorschub. Bei der Stressbewältigung geht es zum einen darum, sogenannte Stressoren zu erkennen. Was setzt mich unter Druck? Ist es Stress am Arbeitsplatz, Arbeiten im Schichtdienst, Zeit- und Leistungsdruck, Unterforderung, Lärm, fehlende Aufstiegsmöglichkeiten, Konkurrenzsituation oder Mobbing? Stress im Privatleben. Doppelbelastung durch Beruf und Kinder, Probleme in der Partnerschaft, Scheidung oder Trennung, zu viel Verabredungen und Hobbys, in Klammern Freizeitstress. Auch Schicksalsschläge bedeuten oft Dauerstress, beispielsweise der Verlust eines geliebten Menschen, schwere Krankheiten in der Familie oder Gewalterfahrungen. Doch Stress ist auch eine subjektive Angelegenheit. Die Menschen reagieren ganz unterschiedlich auf die gleichen Belastungen. Manch einem sind stählerne Nerven in die Wiege gelegt, ein anderer gerät recht schnell in Panik. Veranlagung, frühkindliche Erfahrungen und die Lebensgeschichte bestimmen unsere Stressreaktion. Von unseren Denkmustern und Bewertungsschemata hängt es ab, ob wir einen möglichen Stressor als stressig erleben oder nicht. Es geht also um die Frage, wie setze ich mich selbst unter Druck? Eine Hypertonie entsteht also auch im Kopf. So verschaffen Sie sich Erholung durch unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Dem Stress davonlaufen. Sport und regelmäßiges Ausdauertraining baut Stresshormone ab und beruhigt das vegetative Nervensystem. Ausgleich zur Arbeit schaffen. Keine Arbeit mit nach Hause nehmen.
gute soziale Kontakte pflegen, Freizeit als Gegenentwurf zur Arbeit aktiv gestalten. Für Entlastung am Arbeitsplatz sorgen. Regelmäßig Pausen machen, mit dem Vorgesetzten über mögliche Überbelastung oder Unterforderung sprechen, den Arbeitsplatz wechseln. Eventuell ist ein Coaching hilfreich. Entspannungsverfahren, autogenes Training und progressive Muskelentspannung sind die am besten untersuchten Verfahren. Regelmäßig und mehrmals die Woche praktiziert, senkt sich das Erregungsniveau dauerhaft und die Belastbarkeit erhöht sich. Auch Biofeedback, Meditation, Yoga und Tai Chi können helfen. Kurse zur Stressbewältigung bieten unter anderem die Krankenkassen an. Psychotherapie. In Krisensituationen reicht es nicht mehr, mit Partner, Familie, Freunden oder Kollegen zu sprechen. Eine Psychotherapie kann helfen, neue Perspektiven zu eröffnen und eigenen behindernden Denkmustern auf die Spur zu kommen. Belastende biografische Ereignisse lassen sich zusammen mit dem Therapeuten aufarbeiten. Bilanz ziehen, Blutdruckwerte, Gesundheitszustand, Lebensstil. Die Analyse ihrer Gesamtsituation hat vielleicht ergeben, dass sie Medikamente gegen ihren Bluthochdruck einnehmen sollen. Einer der folgenden Gründe liegt wahrscheinlich vor, wenn sie zusammen mit ihrem Arzt zu diesem Schluss gekommen sind. Blutdruck ist dauerhaft sehr hoch, 180 zu 110 Milligramm Quecksilbersäule. Ich weiß nochmal darauf hin, den unteren Wert, ich weiß nicht, wie man den messen soll, oder darüber, in Klammern Hypertonie Grad 3. Sie weisen mehrere Risikofaktoren auf, wie zum Beispiel Übergewicht, erhöhter Blutzucker oder Blutfleckwerte, metabolisches Syndrom. Sie leiden an Diabetes, einer Herzerkrankung. Sie haben über mehrere Wochen und Monate einiges probiert, die Laufschuhe geschnürt, auf Kochsalz und Alkohol verzichtet, einige Pfunde abgespeckt, doch der Druck will nicht unter die 140 zu 90 Marke. Eigentlich möchten Sie an Ihrem Lebensstil nichts verändern. Sie haben ein gutes Recht dazu oder es ist für Sie nicht praktikabel, zum Beispiel, weil Sie viel unterwegs sind. Sie sind schlank, treiben Sport, ernähren sich gesund und halbwegs salzarm, achten auf genügend Entspannung, kurz, Sie machen schon alles richtig und haben keinen Joker mehr in der Hand. Sie haben nichts gegen Medikamente, im Gegenteil, vielleicht gibt es Ihnen ein Stück Sicherheit. So oder so, Sie sollten sich nicht darauf ausruhen, Tabletten zu nehmen. Eine Bluthochdrucktherapie ruht immer auf zwei Pfeilern. Medikamente und eine Änderung des Lebensstils. Eine gesunde Lebensweise unterstützt die Wirkung der Arzneimittel und hilft, Medikamente einzusparen. So, das war's damit. Und jetzt bin ich angekommen bei das richtige Medikament finden. Das ist dunkelgrün. Bis später.